Hey Leute, ich bin's wieder, euer Rodax und herzlich willkommen zum nächsten Server-Tag wieder hier auf meinem Channel. Ja, und dieses Mal wieder mit einem schönen Live-Commentary. Und dieses Mal mit einem schönen Update wieder mal zur Elbphilharmonie. Zurzeit mache ich nicht allzu viel auf dem Server, muss ich ehrlich zugeben. Es ist nicht sehr abwechslungsreich, die letzten Update-Videos, aber dafür ist das Update, was hier quasi, wie es hier quasi weitergeht, oder die Updates, die ich hier zeige, sind dafür richtig, richtig krass. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Gebäude nimmt schon langsam echt viel, viel Form an. Es wird richtig, richtig geil und ich kann euch sagen, das wird euch echt umhauen, wenn ihr mal da rein dürft, wenn das Ganze eröffnet wird. Das Ganze wird auch mit Feuerwerk eröffnet, das Ganze wird auch irgendwie richtig cool eröffnet. Da haben ich und der Fluetraner sich schon was ausgedacht. Und ja, ich würde mal sagen, ich zeige euch mal, was so neu ist. Also unschwer zu erkennen, würde ich direkt mal sagen, ist, wenn man hier nach unten steht, die Glasfassade ist da. Die Glasfassade ist da, das Dach ist da. Ich bin aktuell am Ausheben unten für den Opernsaal. Und ja, ich bin mal, wie gesagt, sehr gespannt, wie sich das Ganze hier noch entwickeln wird. Ich kann mal ganz kurz nach oben fliegen, einfach um euch das mal zu zeigen. So, und zwar, wenn man hier noch drauf fliegt, sieht man hier nochmal das Dach der Elbphilharmonie. Und ja, es ist, ich würde mal sagen, das kann man schon mal lassen, oder? Also das ist nicht von schlechten Eltern so ein Dach. Hat auch richtig lange gedauert, ich glaube 2 Tage. Also 2 Tage soll ich sagen, ich teile meine Tage am Wochenende mittlerweile so ein, so grob um 10 habe ich Zeit zu zocken. Dann zocke ich irgendwie so bis, keine Ahnung, 1, halb 2 morgens, dass ich halt hier irgendwo was weiterbringen kann. Weil ich gesagt, es ist ja was anderes auch noch zu tun, vor allem auch unter der Woche ist sehr, sehr viel anderes auch noch zu tun. Und ja, wie gesagt, das waren halt 2 komplette Tage, also grob 6 Stunden halt, das Dach hier fertig zu bauen. Und ja, am Samstag kam kein Video, das ist jetzt übrigens der Dienstag, denn ich hatte quasi 2 Optionen. Die eine war, das Video um, keine Ahnung, so grob 0 Uhr Samstag zu bringen, am Sonntag oder halt gar nicht. Und im Endeffekt ist es ruhiger gewesen oder besser gewesen, wenn ich es gar nicht bringe. Einfach aus dem Grund, weil ich dann halt hier auch weiterbauen kann. Ich kann hier dafür ein größeres Update zeigen. Und werde wahrscheinlich nicht so viele Schritte zeigen, sondern einfach ein paar größere Updates von der Elbphilharmonie. Und ich denke auch hier das Dach, wie gesagt, sieht sehr, sehr cool aus. Habe ich unter Fultrana gebaut. Übrigens, Grüße gehen raus an dich nochmal, falls du gerade zuschaust, fürs Helfen, Alter, fürs ständige Dabeisein hier. Ist auf jeden Fall echt nice. Und ja, ich werde jetzt mal ganz kurz wieder nach drinnen gehen, denn von drinnen habt ihr eigentlich keine Ahnung, oder keine Ahnung. Wie soll ich sagen, da habt ihr relativ wenig Ahnung, wie das Ganze hier aussieht. Das liegt einfach daran, das hier zu ist eigentlich. Das soll ja quasi eine Überraschung werden für alle, die das erste Mal hier selber dann durchlaufen dürfen und können, soll das Ganze nochmal eine extra Überraschung werden. Mittlerweile steht auch der Aufzug hier, haben wir gerade gesehen, da kommt hier gerade, das Licht ist angegangen. Wir sind jetzt hier. Zack, da gehen wir rein und der Aufzug hat eine Besonderheit, der geht hier zu und geht auf der anderen Seite auf. Das heißt, wir gehen hier gerade rein und können auch gerade rausgehen. Und hier sieht man auch schon dann die Lobby, wo die hinkommen soll für die Hotels. Hier soll die Rezeption hinkommen. Hier sieht man auch schon, wie hoch die Decke mal sein wird. Also das wird hier richtig, richtig groß werden alles. Wird hier auf jeden Fall sehr, sehr cool und sehr, sehr nice werden. Hier in so einer Rechtstreppe nach oben geht es dann ab zu den ganzen, ja, was ist das hier, zu den Hotelaufzügen. Hier geht es halt den ersten Stock hoch. Wenn man dann hier hochgefahren ist, dann kann man hier eben den zweiten Stock hochfahren und so weiter und so fort. Zweiter, dritter Stock, vierter, fünfter, also ich weiß nicht, wie viele Stöcke sich hier ausgehen, aber wir haben ein bisschen Platz unterm Dach. Des Weiteren kommt hier eine Bowling-Arena hin, habe ich ja, glaube ich, schon mal angesprochen. Hier gibt es so eine Treppe dann nach oben, hier kann man sich dann Essen bzw. Bowlingschuhe holen. Hier hat man noch so ein kleines Restaurant und hier geht es dann eine Treppe nach unten. Und hier sieht man dann schließlich und letztendlich die ganzen Bowlingbahnen und die Bowling-Arena am Start, oder hat man dann quasi hier am Start. Was hier unten noch reinkommt, wahrscheinlich irgendwelche WCs und so weiter und so fort, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber irgendwas Cooles wird es auf jeden Fall werden. So, ich fahre jetzt nochmal ganz kurz nach unten. Denn eine coole Besonderheit gibt es hier noch und die werde ich euch noch zeigen, denn die kann man gar nicht sehen, nicht mal von außen. Und zwar ist es, wenn man hier nach unten fliegt, ich fliege jetzt mal ganz kurz diese Treppe hier nach unten. So. Und ja, dann hat man hier rechts dann den Aufzug, also man kommt quasi, für alle, die sich jetzt nicht wissen, wo ich bin, man kommt hier rein, Haupteingang, geht dann hier weiter, hat hier den Ticketschalter, den Ticketverkauf, einen Informationsstand und so weiter und so fort und kann dann auch hier nach unten fahren. So, hier ist gerade richtig dunkel. Ich weiß nicht, ob ich mir gerade mal Fackeln holen sollte. Ich werde mal versuchen, so reinzuhüpfen. Also man hat hier auf jeden Fall den Aufzugschacht, kommt hier raus. Ja, hier ist eine Fackel, ich nehme die mal ganz kurz mit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Licht mache. Ja, das ist Dynamics Light ist auf jeden Fall an. Also man geht dann hier so runter. Und ich weiß, man sieht gerade echt wenig. Aber hier ist auf jeden Fall eine Rolltreppe. Und ich werde die Rolltreppe mal entlang fliegen. Ich hoffe, man sieht hier auf YouTube noch irgendwas. Dann gibt es eine zweite Rolltreppe. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass gerade hier dunkel ist, weil hier soll ja auch nicht allzu viel noch gesehen werden. Und hier unten. Hallo? Ja, und hier unten ist dann auf jeden Fall der Vorraum für den großen Saal und der große Saal soll genau hier reinkommen. Das heißt, für alle, die gerade das Update-Video gucken und dann vielleicht nächste Woche das Update-Video gucken,
Hier hat man zurzeit noch Lava, man hat hier noch Bergmeister, hier ist alles noch im Stein quasi drinnen, hier ist nichts noch fertig. Und ich bin echt gespannt, wie das nächste Woche dann im nächsten Update-Video aussehen wird. Wie es dann, oder wie krass dann quasi der Unterschied zu jetzt sein wird. Da bin ich echt gespannt, hier ist wie gesagt alles noch hohl, hier ist alles noch aus Cobblestone, alles noch Fassade besser gesagt. Hier ist noch nichts fertig. Hier sind übrigens die Toiletten schon mal fertig, die sehen echt cool aus, allein mit diesen Männchen hier für Herren und Damen, der Flo da gemacht hat, sieht echt cool aus. Und wie gesagt, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie ihr dann quasi den Unterschied findet zwischen jetzt und später. Und übrigens, ein Thema muss ich auch noch ansprechen vor Ende der Folge. Und zwar ist es das Thema 1.12. Es kommt ja jetzt auf CutCon am Montag wahrscheinlich die 1.12. Das heißt, wenn das Video hier raus ist, dann ist wahrscheinlich schon seit einem Tag die 1.12 auf CutCon und dann steht hier wahrscheinlich schon irgendwo eine Kiste, wo ich weißen Beton ankaufe. Wahrscheinlich ist es bei WSalz sogar der Fall. Oder bei WRotax, mal gucken, oder bei WRT. Wahrscheinlich werde ich es bei WRT machen. Ich werde es euch mal ganz kurz zeigen. Und zwar wird es wahrscheinlich hier schon soweit sein, dass ich hier überall in diesen beiden Kisten den Beton und den jeweiligen Trockenbeton dazu ankaufe. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mir da ein bisschen weißen Trockenbeton verkauft oder generell so ein bisschen weißen Beton, wäre auf jeden Fall ziemlich fresh, denn das wird ziemlich viel gebraucht demnächst in der Äpfelharmonie, auch grauer Ton und heilgrauer Ton, einfach zum Dekorieren. Und wie gesagt, bin mal sehr gespannt, was ihr zu 1.12 sagt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf das neue Shop-System. Ich habe da mal was gezeigt. Man kann ja demnächst die Shops quasi, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier einkaufen gehe und das nicht mein Shop ist, kann ich hier draufklicken, sehe hier genau den Inhalt der Kiste und kann dann zum Beispiel diese 64 Knochen kaufen, genau diese. Und das funktioniert halt ziemlich gut. Was auch noch funktioniert, ist zum Beispiel, wenn man hier reinguckt und dass man so Puffer-Items noch verwendet oder, ja, keine Ahnung, was kann man hier noch verwenden. Hier zum Beispiel hat man relativ viele Puffer-Items und ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr auf das neue Shop-System. Das wird es viel vereinfachen, vor allem kann man dann auch endlich mal Schilder editieren. Das heißt, man kann hier hingehen, kann zum Beispiel sagen, yo, ich will gerne das Schild hier von 10 Pistons für 120 und 80, das ist, sagen wir, zu teuer, ich mache jetzt da 160 draus. Als Ankauf- und Verkaufspreis. Deswegen, da ist relativ viel dann, was man neu machen kann. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Ja, was für nächste Woche hier so geplant ist, ist eigentlich, wie gesagt, der Opernsaal so auszuheben, die Bowling-Arena zu bauen, so ein bisschen die erste Etage quasi hier mal so einteilen, einrichten, wird wahrscheinlich ganz zum Schluss erst kommen. Aber im Endeffekt geht's hier eigentlich sehr, sehr gut voran. Wie gesagt, ich werde meine Zeit, also die Zeit, die ich auf CutCon habe, nutze ich eigentlich ziemlich effizient mittlerweile oder zur Zeit muss ich auch machen, weil wie gesagt, es ist nicht unendlich viel Zeit da oder es ist begrenzt Zeit da, einfach weil relativ viele Prüfungen anstehen demnächst. Ich habe ja gesagt, auch die ganzen Master-spezifischen Sachen starten jetzt dann, so wie Praktika und so weiter und so fort und auch diese Arbeit, wo man dann ja fast 8-9 Monate oft an der Uni ist und dort ganz normal arbeitet, wie jeder Mensch. Ich glaube von, also wie jeder Mensch ist gut, also es ist halt von 10 bis, ich glaube 18 Uhr oder 10 bis 17 Uhr, irgend sowas. Je nachdem, wie viel man gerade zu tun hat. Deswegen ist da die Zeit ein bisschen rar, aber ich werde das wahrscheinlich hinbekommen. Ich würde mal sagen, dabei danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn die 1.12 schon draußen ist, könnt ihr gerne schreiben, was ihr dazu gut findet, was ihr das nicht gut findet und auch, wie ihr das Projekt Elbphilharmonie hier zurzeit findet, ob ihr das nice findet, wie das hier aktuell aussieht, wie das hier derzeit einfach jo, ist. Ich mache nochmal kurz einen Screenshot für Thumbnail. Sieht auf jeden Fall recht cool aus. Also ich sag mal danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rotax.